Das Lagerfeuer sieht ja mal richtig nice aus, oder? So, was wir jetzt probieren ist, die 120 FPS, ob wir die mit 1080p haben, ne? Xbox Series X, jetzt was ich habe, PC. Oh, right, Leute, willkommen zurück zu Fortnite. Schöne Grüße mal an Team Frühaktiv. Ja, Frühaktiv, Leute, wir sind hier nachts im Stream. Twitch macht mal ein bisschen Lärm mit der neuen Xbox Series X, ne? Die ist rausgekommen. Next Generation, Leute, Fortnite haben wir jetzt auch schon installiert. Unpack-Video dazu habe ich bestimmt schon rausgebracht, ne? Sollte eigentlich noch rauskommen am heutigen Tag, bevor wir das jetzt aufnehmen. Könnt ihr gerne natürlich anschauen. Wie da so, was da so drin ist, wie der Controller ist, wie er sich anfühlt, wie das Menü eingerichtet wird und. Falls ihr da Interesse habt, gerne das Unpack-Video anschauen. Zu der PlayStation 5 kommt natürlich auch noch was. Wir werden da auch noch diverse Spiele spielen, wie Spider-Man, Miles Morales, Demon's Souls und. Werden wir alles noch auschecken. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, gerne auf Twitch ein Follow da lassen. Würde mich natürlich mega freuen. Ich möchte da die 200.000 noch dieses Jahr knacken. 18.000 fehlen noch. Ist ein Wettrennen auf jeden Fall. Aber auch ansonsten gerne ein Abo-Button und Glocke reinhauen hier auf YouTube, würde mich freuen. Okay, das was jetzt ist, tatsächlich nicht die Anmeldezeiten, sondern die Einlogzeiten, ne? Weil auch das Spiel musste ich musste ich einloggen auf die Server. Deswegen dauert das da noch ein bisschen, aber das Spiel selber zu starten, war mega schnell, ne? Da haben wir echt flottes Tempo gehabt, so Intro überspringen. Kollege, alright, Fortnite auf der Xbox Series X, Leute. Sieht schon mal ganz nice aus, ne? 4K-Auflösung ist okay. Ne? Hat ein bisschen ein anderes Feeling tatsächlich, als wenn ich 4K auf meinem PC mache. Ist es schwer zu sehen, ist auch schwer auf YouTube zu sehen, sage ich mal, ne? Euch das zu erklären, weil auf YouTube ist das Bild so komprimiert. Und selbst wenn ich auf dem PC mit 4K spiele, merkt ihr ja nicht mal was davon. Viel Einstellung, was Qualität angeht, habe ich nicht. Ich kann die FPS anzeigen. Stabile 60 FPS sind drinnen, wissen wir ja, ne? Xbox Series X als auch PlayStation haben tatsächlich 60 FPS bei 4K, was krass ist. Ne, um 60 FPS auf dem PC in 4K hinzukriegen, brauchst du eine Mordskiste, sagen wir mal so. So, ich würde mal sagen, wir springen einfach mal in die erste Bot-Runde rein mit Controller. Werde ich bestimmt verlieren. Und schauen wir uns mal an, wie die neue Grafik aussieht, ne? Wie die neue Grafik aussieht, weil Auflösung schön und gut und FPS, viele schauen oft nur auf die FPS. Ich will die geile Grafik sehen. Weil es gibt ein paar neue Grafikfeatures, die PC tatsächlich nicht hat. Ne, was Wolken angeht, Kill-Effekte und. Alright. Ingame ist drinnen. 60 FPS, flotti-motti. Ich hoffe, das sind... Ah, da sehen wir schon, ne? Da sehen wir schon den Effekt, wenn sich Spieler eingeloggt haben. Sah schon ein bisschen anders aus, falls ihr das gerade grob ein bisschen erkannt habt. Ne, ein bisschen andere Beleuchtungseffekte, würde ich sagen. Oh mein Gott, Milchfreezy. Dankeschön für 5 weitere Subs. Und hier seht ihr die neuen Wolken, Leute. Sieht das nicht schön aus? Einfach nur ein paar stinknormale Wolken geben dem Spieler auf einmal so viel coole Atmosphäre. Es sieht anders aus, ne? Lass mal durch so eine Wolke springen. Mal gucken, was passiert. Nichts, ne? Wir fliegen aber trotzdem mal einfach durch die Wolke. Das behindert natürlich ein bisschen Sicht. Wird ja schon die meisten nerven, werden schon wieder an rumkotzen, warum man wieder ein Spiel startet und etwas nicht so aussieht, wie es man es kennt. Weiß man schon Bescheid und so. Mal gucken, was wir noch so für neue Effekte haben. Guck Galactus an. Der sieht genauso aus, nur dass er riesig geworden ist. Junge, der Boy ist groß geworden, Leute. Mit dem bloßen Auge schon, ne? Ist Galactus riesig geworden. Das Live-Event werden wir wahrscheinlich auch mit der PS5 angucken, ne? Apropos PS5. Es kann sein, dass vielleicht noch ein schöner neuer Stream kommt. Ne, wo wir vielleicht auch nochmal was spielen werden. Nur so zur Erinnerung. So, Upstate New York haben wir. Ich bin am Pampa der Welt gelandet. Also so von der Farben her würde ich sagen, wirkt es ein bisschen nicht so farbenfroh wie auf dem PC. Aus welchem Grund auch immer. Keine Ahnung, gefühlt die Bäume sind nicht so knallig, wie ich es jetzt in Erinnerung habe. Okay, Next Generation hat auf jeden Fall keinen Sprungeffekt. Beziehungsweise man kann... Alright. Was haben wir mit Raytracing? Reflektieren die Roboter ein bisschen den Hintergrund oder nicht? Da ist der neue Kill-Effekt. Habt ihr den neuen Kill-Effekt gesehen, Leute? Sieht nice aus, ne? So, Raytracing auf Konsole ist für Fortnite nicht aktiviert. Ist nicht aktiviert, auch wenn die Konsole sowohl Xbox als auch PS5 Raytracing hat. Ja, neue Trank-Effekte vielleicht? Ne. Nur beim Chuck-Chuck tatsächlich. Findet tatsächlich auch noch statt. Können wir noch ein bisschen Informationen reinbringen, ne? Marvel Cup findet jetzt auch am Mittwoch statt. Und dazu werden wir auch einen Livestream haben, Leute. Frühestens
Um 16 Uhr sind wir bestimmt schon live. Der Livestream läuft bestimmt schon früher wegen Assassin's Creed und dem Mystery-Paket. Ich hoffe, ich krieg's am Mittwoch. Und dann holen wir uns den nächsten kostenlosen Skin. Und ja, das ist ein komplett neuer, eigenständiger Skin und kein neuer Stil für den alten Black Widow-Skin. Ja, ihr müsst den Skin neu kaufen, auch wenn ihr den alten gehabt. Ja, ist ein anderer Skin, ist nach Scarlett Johansson empfunden. Nein, ihr kriegt den alten Skin nicht drauf. So, haben wir auch geklärt. Item Shop funktioniert tatsächlich auf der Xbox genauso natürlich wie auf allen anderen Plattformen, Leute. Ne? Dort könnt ihr natürlich auch einen Creator unterstützen. Würde mich natürlich mega freuen. Ganz easy. Hey, Stani. Ne, einzutragen. Würde mich auf jeden Fall mega, mega freuen. Zack. Schon supportet ihr das Ganze. Bestätigen. Egal, ob ihr den neuen Shop oder habt oder den alten Shop. So einfach ist das. So. Wir springen nochmal rein. Es gibt noch ein paar Effekte. Ah ja. Da sehen wir so ein bisschen die Spawn-Effekte, ne, wenn ich hier in der Lobby reinkomme. Ich hoffe mal, dass dieses Grafik-Update tatsächlich auch auf dem PC rauskommt, ne? Dass das Grafik-Update auch auf dem PC erscheint und dass wir dann dort die neuen Grafik haben. Bisher gibt es keine Infos dazu, aber ich denke mal, es sollte passieren, weil, naja, warum denn nicht, ne? So, haben wir hier einen neuen Effekt? Oh ja! Oh ja, habt ihr den neuen Effekt gesehen, Leute? Wie das Slurp hier sich verteilt hat. Der neue Effekt ist auch drin. Also viele, viele kleine Detailverbesserungen sind drin. Wobei, so leichte Raytracing-Effekte können tatsächlich aktiviert sein. Ich muss mal nach Lazy Lake gehen, um das zu vergleichen. Machen wir vielleicht in der nächsten Runde. Aber das Auto hatte kein Raytracing, ne? Aber das Wasser sieht so aus, als ob es Raytracing hat. Reflektiert auf jeden Fall wunderschön die Umgebung. Nicht so ganz klar wie beim PC, aber ist es da. Da muss ich wirklich gleich mal nach Lazy Lake gehen und ein bisschen vergleichen. Also ich würde sagen, grafisch steht es im Nix nach, was PC angeht, ne? Es hat so einen leichten Schärfefilter, der den PC nicht hat. Es wirkt so ein bisschen schärfer tatsächlich als der PC. Ist jetzt einfach nur ein Effekt, der wahrscheinlich der bei Konsolen draufgepackt wird, damit das Bild schärfer ist, weil man ja theoretisch mit dem beim Fernseher spielt und weiter weg sitzt. Das ist so ein leichter Unterschied, aber ich würde sagen, grafisch die Qualität im Vergleich zum PC. Da ist der neue Sturmeffekt, Leute. Yo, der sieht mal schön aus, oder? Guckt euch mal den neuen Sturm an. Sieht auch aus, als ob er 3D-Masse hat, ne? Und volumetrisch ist ähnlich wie die Wolken. Hat er jetzt auch auf jeden Fall Masse. Und wirkt deutlich, deutlich, deutlich strukturierter tatsächlich. Also der neue Sturm gefällt mir, ne? PC braucht das Update auch auf jeden Fall. So, wir warten noch, bis die Zone rangeht. Dann sehen wir nochmal, glaube ich, einen gewissen neuen Effekt. Lass mal gucken, wie Feuer aussieht, wie das explodiert, ne? So, es brennt. Ich würde sagen, der Raucheffekt ist besser. Der Raucheffekt ist besser, sieht ein bisschen dichter aus. Oh ja. Die Explosionen sehen nice aus, Leute. Auch wie der Busch jetzt brennt, sieht auch besser aus. Und auch wie die ganze Säule hier jetzt am Brennen ist. Die ganzen Lichteffekte und die Explosion sah nice aus, ne? Sieht man schon ein bisschen in der Ferne auch noch eines der neuen Effekte, Leute. Der neue Sturm, ne? Seht ihr den neuen Sturm, wie gekachelt der aussieht? Die ganzen Kästchen und so weiter. Das ist der neue Rand des Sturms tatsächlich. Und der sieht auch richtig schön aus. Neuer Effekt, sieht komplett anders aus. Gefällt mir, was das Ganze angeht, ne? Auch mit dem neuen Sturm im Hintergrund. Das Lila, ne? Da sieht gut aus. Und bevor einer fragt, nein, die Switch wird sowas nicht können. Auch die PS4 nicht. Die sind mit der Leistung am Ende, Leute. Die werden keine weiteren Grafik-Updates kriegen. Die Leistung dort kann man nicht mehr hochschrauben. Da kommt der Sturm gerade ein bisschen näher. So. Ey, das hat ein bisschen Season 0-Feeling tatsächlich, ne? Wer noch sich an diesen Bienenwaben erinnert. So, der Effekt im Sturm hat sich nicht großartig geändert. Der Effekt im Sturm ist soweit gleich geblieben. Ach, da! Oh, die neuen Lichteffekte sind cool, ne? Wie das Ganze grün geleuchtet hat. Hammer! Okay. Dr. Doom. Verhören. Hat das vielleicht einen anderen Effekt? Ne, Verhören hat den gleichen Effekt auch. Sterbeeffekt ist halt ein bisschen anders. Ne, aber das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen. Wie gesagt, auch die Leuchtbildqualität gefühlt ist auch anders. So, jetzt brauche ich aber... Oh, was haben wir denn hier? Dr. Doom-Handschuhe, ganz normal. Effekttechnisch erstmal nicht super krass anders. Außer, dass das die Lichteffekte besser sind. Also gefühlt sind die Lichteffekte so oder so deutlich besser. Ne, ist alles ein bisschen knackiger. Aber das Gras bewegt sich gar nicht. Bisschen ist aktiviert, aber bei weitem nicht so stark wie bei PC das der Fall ist. Der beste Test dafür ist immer noch Lazy Lake. Da ist nochmal... Der Slurp Truck hat keinen neuen Effekt gehabt. Okay. Okay. Genki-Dama! Okay. Ist noch zu weit.
Wir haben die Drohnen gerade. Die Drohnen haben gerade die Bots gekillt. Da. Nee, da ist noch einer. Da ist einer. Stirb. Da, der neue Kill-Effekt, Leute, der sieht richtig lecker aus, oder? Habt ihr den neuen Kill-Effekt gesehen? Der war auf jeden Fall sahnisch. Mir gefällt der neue Kill-Effekt richtig gut. Da. Richtig krasser Boss-Battle hier. Down. So. Yo, 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 yo. Also die neuen Explosionseffekte sind auf jeden Fall anders, besser. Oh, hallo. Noch einer. Midas. So, nochmal der neue Kill-Effekt von Nahen, ne? Da ist nochmal der Kill-Effekt von Nahen gewesen. Sieht auf jeden Fall lecker aus. Gefällt mir. Und wir können tatsächlich mal den Rocket Launcher mal testen und gucken, wie der aussieht. Ne, schauen wir mal. Als ob. Okay. Jetzt aber mit Rocket Launcher, ne? Bam! Habt ihr die neuen Raucheffekte gesehen? So, haben wir auch. Jo, wird noch eine 10er Killbomb hier. Oh, ach, da hinten. Beim Sturm. Okay, okay, okay. Komm her, Kollege. Ja. Also Next Generation gefällt mir, Leute. Da werden auch die Gegner tatsächlich weicher. Die sterben schneller. Ah, wir haben Rocket-Munition bekommen. Sehr schön. Nochmal kleine Demonstration vom Rocket Launcher. Diesmal ein bisschen mehr Range. Ne? Dann die neuen Raucheffekte von der Rakete selber. Und die neuen Explosionseffekte mit den Raucheffekten. Sehr dezent, aber erweitert das Spiel schon ziemlich nice, ne? So, nochmal Rocket Launcher rein. Genke da mal noch hinterher. Und... oh mein Gott. Die Bude fackelt aber richtig gut, du. Die Bude fackelt aber richtig gut. So, noch ein Kill. Da ist er. GG! Epischer Win, Leute, auf der Next Gen. Skur. Da sehen wir nochmal auf jeden Fall richtig schöne Brenneffekte. Ne, es brennt wunderbar. So, was wir jetzt probieren ist die 120 FPS, ob wir die mit 1080p haben, ne? Wir haben jetzt 4K 60 FPS. Ne, soweit, so gut. Ist ja auch das, was versprochen wurde. Wir probieren mal jetzt auf 1080p zu limitieren. Und dann auf... muss ich das nochmal machen? Ah ja, TV-Anzeigeoptionen. Hier machen wir auf 1080. Ne, hier stellen wir auf 1080 ein auf der Konsole. Und auf 120 Hertz. So, die Xbox selber gibt das natürlich aus. Von der Leistung her reicht das natürlich vollkommen aus. Ne, die kann das vollkommen unterstützen. Das ist ja nicht das Problem. Die Frage ist halt, ob Fortnite das unterstützt. Genießt nochmal die Ladezeiten der Next Generation, Leute. Ne, der Xbox Series X, auch die PS5 wird gleiche Ladezeiten haben. Vielleicht sogar ein bisschen schneller. Weil die ein bisschen mehr. Zack, ist geladen. Das war's. Das Einzige, was jetzt noch passiert, ist tatsächlich die Verbindung zum Server. Jetzt probiert das Spiel, die Verbindung zum Server aufzubauen. Sonst ist das Spiel jetzt geladen. Schneller als auf dem PC. Wir sind auf 1080p. Wir haben die kleinere Auflösung. Aber das Spiel ist limitiert auf 60 FPS. Das liegt nicht an der Xbox. Das liegt nicht an der PS5. Das liegt an Fortnite. Das Lagerfeuer sieht ja mal richtig nice aus, oder? Leute, das Lagerfeuer sieht richtig nice aus. Das Feuer sieht richtig geschmeidig aus. Richtig lebendig tatsächlich, ne? Lass mal nochmal entfachen. Ich würde meinen, wenn man diese Schwachstelle trifft, ist der Effekt auch ein bisschen anders. Kann es sein? Kann es sein? So, geh mal aus. Wir entfachen mal nochmal. Guckt euch das an. Sexy. Sexy. Wie sieht's aus, wenn ich in Brand gehe? Ah, Botgranaten sehen doch bestimmt auch anders aus, oder? Ja, wir haben auch einen leicht anderen Spawn-Effekt tatsächlich. Haben auch den gleichen Kill-Effekt da wieder. Wir können jetzt mal vom Nahen mal ausprobieren. So sieht das aus, wenn die Leute sterben. Sieht cool aus. Sieht mega, mega, mega cool aus. Mir gefällt der Effekt, der macht Spaß. Wir wissen ja, Raid Racing hier an den Fensterscheiben. Ne. Es ist ein sehr, sehr, sehr leichter Raid Racing-Effekt aktiviert. Aber bei weitem nicht so gut wie auf dem PC. Also im Wasser würde ich sagen, ja. Das Wasser hat so einen leichten Raid Racing-Effekt, auch hier am Rand. Tatsächlich ganz leicht, aber ich würde sagen, nicht, bei weitem nicht so krass wie auf dem PC. Auf dem PC ist deutlich stärker.
Aber ein bisschen ist aktiv. Ein bisschen ist aktiv, ne? Man sieht unseren Charakter da rumlaufen. Hier, der Stein ist es. Okay. Also, kleiner Grafikvergleich, Leute. Xbox Series X, jetzt was ich habe. PC. Ich weiß nicht warum, aber... Aber ich finde, die Xbox hat viel knackigeres Licht, oder? Das Licht wirkt viel, viel besser und detaillierter, als ob das mehr Kontrast hat. PC wirkt so ein bisschen trüber, so ein bisschen matter, ne? Ne? Zum Beispiel, schaut euch mal die Bäume rechts neben den Knie an. Schaut euch mal die Bäume rechts neben den Knie an. Seht ihr, wie das Licht auf der Xbox deutlich kontrastreicher ist und man sieht, wie das Licht auf dem Baum besser leuchtet? Und jetzt auf dem PC, zack, wirkt deutlich einheitlicher. Ne? Da ist nicht so der Kontrast drin. Ne? Xbox räumlicher, voluminöser. Ja, würde ich auch so sagen, Eislinger. Mal abgesehen vom Himmel, ne? Der Himmel ist voluminöser. Aber auch das Licht wirkt voluminöser. Als ob das besser bricht. Ich habe auf PC 4K aktiviert. Ich habe alles auf episch. DLSS ist aktiviert und. Ne? Na, halt Performance sein Urgroßvater. Aber es sieht schön aus. Xbox, PC. Xbox, PC. Xbox, PC. Das ist das, was ja die Xbox logischerweise performance-technisch bei weitem nicht hinkriegen kann. Auch wenn die Raytracing kann, frisst das viel zu viel Leistung. Damit wirst du keine 60 FPS mehr schaffen, wie ihr auch bei mir merkt. Ne, ist nicht drinne. Aber schön ist es trotzdem allemal. Effekte angepasst haben. Ne, sieht genauso gleich aus. Schlürfsaft, identisch. Was aber anders aussieht, ist aber der Chuck, Leute. Schau dir mal an, wie viel Wasser der jetzt lässt. Voll am Ertrinken, ne? Volle Kanne am Ertrinken und am Absaufen. Ein GG in der Chat, bitte. Ein GG. Ne, Fortnite wird vielleicht das noch nachpatchen, dass man 1080p mit 120 Hz FPS haben kann. Werden die bestimmt noch nachpatchen, kann ich mir gut vorstellen. 4K in 120. Sehr unwahrscheinlich, da reicht die Leistung einfach nicht aus. Da reicht selbst ein PC nicht aus, nur so nebenbei. Da muss man schon einen richtig krassen PC haben. Ne, das reicht alles nicht aus, aber die 60 FPS sind drinne. Die Wolken bleiben. So sehen die Wolken nochmal in-game aus. Galactus ist immer noch riesig. Also ein wunderschönes Grafik-Update tatsächlich. Performance-Update, Ladezeiten sind schmackhaft. Ich bin auf PS5 auf jeden Fall auch gespannt.